Ja, hallihallo und herzlich willkommen bei mir, dem Blue LP. Ja, lang ist es her, seit ich eine Aufnahme gemacht habe. Erzählt ihr gerade Desktop. Desktop ist ja egal. Ja, worum es heute geht. Ein bisschen um Clash of Clans. Und im Internet, beziehungsweise auf YouTube, gehen ja einige Videos herum wegen Hacks für Clash of Clans und was verboten ist und was nicht. Dazu habe ich den Support angeschrieben und knapp innerhalb von vielleicht nicht mal 20 Minuten eine Antwort bekommen. Es geht darum, in einem Video von The Mobile Fanboy habe ich gehört, BlueStacks ist verboten. Und da seht ihr hier die Antwort. Ich habe geschrieben, Verwendung von BlueStacks verboten, dürfte eigentlich nicht verboten sein, da es nur ein Android-System emuliert. Ja, wenn, um es euch ein bisschen genau zu erklären, ich bin Let's Player, ich kenne mich aber auch ein bisschen mit der Materie Programmieren aus. Und da kam die Antwort vom Support. Hallo Infinity, ich heiße in Clash of Clans Infinity. Danke für deine Nachricht. Emulatoren wie BlueStacks zählen nicht zu den Drittanbieterprogrammen, deren Benutzung von uns gebannt wird. Also, es. BlueStacks, wie ich schon erwähnt habe, emuliert nur ein Android-System und daher verschafft sie auch keine Spielvorteile und Hacks oder weiß was Gott was. Und daher ist es generell erlaubt, nur halt wird kein Support angeboten, da viele Bugs und Grafikfehler auftreten können, wie auch von Mobile, Mr. Mobile Fanboy erwähnt, die verlorenen Dörfer. So, und da starten wir einfach mal Clash of Clans. Und nicht wundern, falls ihr was klimpern hört oder schlürfen. Ich bin gerade nebenher noch am Cappuccino saufen. Oder trinken. So, ja. Das ist ein bisschen meine Base, wie ihr seht. Ich bin noch Anfänger. So sieht das Ganze in groß aus. Und wie ihr seht, bin ich auch schon in einer Gilde. Ja, in der Gilde, beziehungsweise in deren Untergilde, bin ich auch bei Dungeon Keeper. Auch unter demselben Namen zu finden, falls mich jemand suchen will. Ja. Ich habe ein bisschen den Husten, beziehungsweise trockenen Hals. Ein bisschen Schnupfen, man hört's. Ja, und die deutsche Gilde, also auch quasi ich, sind im Moment im Clankrieg gegen Final Fantasy. Wir führen momentan mit 35 Angriffen zu 37 bei 81 zu 58 Sternen. Das fand ich ja gestern Abend auch so richtig interessant, als der Clankrieg angefangen hat. Gucken wir mal hier Kriegsergebnisse an. Haben sie angefangen. Hat mich ein Spieler von denen angegriffen. Gucken wir uns mal die Wiederholung an. Mit 30 Bogenschützen. Moment. Ja, ihr seht momentan mein Desktop. Ist ja auch egal. Und was ich da für Musik höre, ist ja später keine Rolle. Auf jeden Fall ist es mir für mich gerade ein bisschen zu laut. Machen wir mal die Lautstärke ein bisschen runter. Dürfte so passen. So. Wie ihr gesehen habt, fängt er von hier an.
Er spielt nicht mit Clanburg. Gar nicht. Was Mr. Rowanat hat. Ich habe in meiner Clanburg als Verteidigung gehabt eine Walküre und ein paar Bogenschützen. Ja, was er gemacht hat, er spielt zwar nicht mit Clanburg, aber mit einem Blitzzauber. Er hat seine Riesen und seine 10 Riesen, 5 Zauberer und 18 Bogenschützen gerade mal so in den Tod geschickt. So, was mich gestern auch ri so richtig, worüber ich mich so richtig lustig gemacht habe, war der Kampf. Der Platz 22 von denen greift unsere 27 an. Und wie ihr gesehen habt, haben wir zu dem Zeitpunkt nur einen Angriff gemacht. Und die hatten schon drei mit dem. Er setzt die Bogenschützen, lockt nicht mal die Clanburg. Der Bogenschützenturm greift auch an und tot waren seine Einheiten. So, dann wollen wir aber mal einen Angriff von mir zeigen. Dazu muss ich ganz nach unten gehen. Ich habe mich eingetragen für die Nummern 30 und die 29. Gucken wir mal den Angriff auf die 30 an. Also, sein Dorf, ja. Quasi mehr als nichts. Ich flog die Clanburg mit einem Barbaren, töte seinen Lakaien mit Bogenschützen. Jetzt kümmern sich die ganzen Bogenschützen um die Walküre. Ich hätte sie ein bisschen besser setzen können, aber ist ja egal. Hab ich noch. So, jetzt lock ich mit Riesen. Zerstört die Mauern mit ein paar Mauerbrechern. Und jetzt greifen die Riesen erstmal hier die Kanone an. Und da kommt jetzt auch meine Clanburg ins Spiel. Ja, da hatte ich drei Loons drinne. Die Loons sind so spezialisiert, dass sie erstmal die Verteidigung angreifen, genauso wie die Riesen. Ich habe eventuell meine Clanburg zu bisschen zu spät gesetzt. Aber da ist die Verteidigung hin. Jetzt werden die anderen Gebäude in Beschuss genommen, auch von meinen Loons, beziehungsweise von den Loons, wo ich von meinem Clan zur Unterstützung bekommen habe. Ja, und ich habe bei dem Kampf, als ich gesehen habe, Valkyrie und dass mir alle Bogenschützen hier auf Grunde gegangen sind, ging mir der Arsch so langsam auf Grundeis. Aber ich hatte ja noch die Riesen, die Loons. Und somit konnte ich dann. Es ging mir auch um die Zeit hier. Du hast ja in Clash of Clans nur eine gewisse Zeit, wie auch bei Dungeon Keeper, um den Angriff erfolgreich zu beenden oder halt Gesamtschaden sollte mindestens über 50% sein, dann hast du gewonnen. Wenn du hier bei Clash of Clans das Rathaus zerstörst, hast du auch so schon gewonnen. Genauso wie bei Dungeon Keeper, aber es geht ja gerade nicht um Dungeon Keeper, sondern um Clash of Clans. So. Dann gehen meine ganzen Einheiten zur letzten Bauhütte. Und das innerhalb von 20 Sekunden noch. Mal gucken. Ich weiß ja, wie es endet. Aber wie knapp es schlussendlich war. Ich habe knappe 2 Minuten für den Angriff gebraucht. Ja, 2,5 Minuten hat man.
Also war es doch ziemlich knapp. Ja, Ruby schreibt gerade, die 26 war zu stark für ihn, genauso wie die 25. Ja, Ruby schreibt, also 1 zu 1 ist nicht immer machbar. Da habe ich gerade geschrieben, deswegen machen wir es öfter über den CC. Also CC ist die Abkürzung für Clash Caller. Da trägst du dich ein, für welcher Gegner du am machen willst. Und dann kannst du auch angeben, wie viele Sterne du haben willst, beziehungsweise machen kannst. Und wie ihr seht, Stern, 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 Stern. Schauen wir doch mal den Angriff von unserer Nummer 1 auf deren Nummer 1 an. Ja, 42%, kein Stern. Ich hab's ja schon mal gesehen, aber macht ja nix. Manche würden denken, die Base ist nicht zerstörbar. Da liegt ihr falsch. Auch die ist zerstörbar. Man muss halt nur ein bisschen Taktik machen. Ihr seht jetzt eine Zeit von 1,45 noch. Das liegt daran, werdet ihr nachher selber sehen. Machen wir ein bisschen schneller. Da setzt er seine PK ein, die, naja, so wie es aussieht, nicht so effizient sind. Da hat er ein Inferno auf Multi, den Inferno hat er auf Single Target. Ja, ich habe ja schon mal einen Kampf gesehen und fand den Inferno-Turm auf Single Target viel effektiver als ein Inferno-Turm auf Multi-Target. Wie ihr seht, hat er nur noch einen Zauberer, setzt er den auch noch. Hat er den gesetzt oder hat er den nicht gesetzt? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise nicht mehr. Ja, er hat den noch gesetzt. Da greift der Zauberer das Armeelager an. Da das Ding zum Tränkebrauen. So, und jetzt wird er von der Kanone attackiert und tot. Und somit 42% und kein Stern. Aber wir haben ja gut vorgelegt. Die Nummer 1 hat zwar noch beiden Angriffe und die Nummer 2 auch einen. Die Nummer 5 hat auch noch zwei. Aber ich denke, in den 5 Stunden, 25 Minuten werden sie nicht so großartig was machen. So, und wenn ihr mal meine. Ich zeige euch jetzt einfach meine Kriegsbasis, die wo ich momentan habe. Willst du jetzt rauszoomen? Ja, hier habe ich sie. Noch nicht sehr effektiv. Aber wie gesagt, ich bin ja noch Anfänger. Und dann können wir auch gleich mal den besten Feindangriff auf mich angucken. Ja, muss man einfach mal gesehen haben, was der gemacht hat. Der hat hier 52 Bogenschützen, 8 Riesen, 5 Ballons, Blitzzauber und seine Klammerburg. Er setzt ganz effizient meine Bogenschützen aus. Und die übrigen Bogenschützen von ihm kümmern sich um die Walküre. Da war meine Kleinburg-Truppen auch schon tot. Und da setzt er die Loons. Da die Riesen.
Wäre ich an seiner Stelle gewesen, hätte ich die vier Bogenschützen nicht dahin postiert, sondern zwei da und zwei da. Da kommen jetzt die Clanburg-Truppen. Ja, noch anderthalb Minuten. Meine Verteidigung ist hinüber, nur noch der eine Turm und die Kanone da oben. Aber die Kanone da oben macht ja fast nichts, der Turm auch nicht. War noch zu dem Zeitpunkt auf Level 1. So, hier unten hat er schon alles erledigt. Die ganze Verteidigung ist jetzt hinüber. Jetzt macht's gleich Rathaus bumm. Ja. Wie ihr seht, viel Beute bekommt er nicht. Obwohl ich da zu dem Zeitpunkt, als der Clankrieg angefangen hat, beziehungsweise ich angegriffen worden bin, doch schon ein paar Ressourcen im Lager und in den Sammlern hatte. Aber trotzdem, 11.000. So, jetzt ist noch die Bauhütte hier oben. Sind wir bei 97%. Zwei Sterne, Bauhütte gleich tot. 100%, drei Sterne. Das war's. Habe ich euch gesagt, der Turm war erst auf Level 1. Machen wir mal Ressourcen einsammeln. Der ist Level 3, wird auf Level 4 gemacht. Genauso wie die hier auf Level 4 sind. Die Kanone wird auch auf Level 4. Und wie ihr seht, ja, ein bisschen Ressourcen habe ich da. Machen wir einfach mal Späße Deffen, Mülltonne. Final Fantasy, 5 Stunden, 20 Minuten. Wir haben. Wer weiß. Die haben zwar nur noch 22 Angriffe und wir haben noch 25. Quasi HLZ hat noch beide, der ist dann zum Putzen da. Aber bei Nummer 1 und 2 denke ich mir mal so. Gucken wir mal die Basis von der 2 an. Ja, ein X-Bogen. Da auch ein. Die Kanonen voll heavy. Die Minenwerfer. Inferno-Türme. Ja. Auf was hat er da, hat er die nur stehen? Und dann hier. Als Verteidigung die. Schönen Magier-Türme. So, kriegen wir mal auf die Kriegsdetails noch. Können wir eigentlich. Ja, den heroischen Angriff gucken wir noch an. Clanburg gelockt, super ausgeschaltet.
Da hat er den klaren Punkt gesetzt. Und naja, ich würde es ja eher erstmal hier oben machen. Aber also, Verteidigung ausgeschaltet und jetzt kümmern sich die Einheiten um die restlichen Häuser. Ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, was macht der mit so vielen Barbaren hier? Aber im Nachhinein betrachtet, war das ja nicht mal so eine scheiß Idee. So, zweimal Kaserne noch, einmal Goldlager. Goldlager futsch, Kaserne futsch, 100% gewonnen. Er hat ein bisschen mehr Beute gemacht, 17.000, was hatte ich, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall war es bestimmt nicht viel. Ja, machen wir halt nochmal im Schnelldurchlauf. Verteidigung gleich futsch. Meine Bogenschützen leider auch. Naja, ist ja. Ist ja so. Bei der doofen Walküre. Das finde ich gerade lustig im Viertakt. Jetzt Bogenschützen. Barbare hinterher. Riesen und an der Ballung. Ich habe fast 8.000 gemacht, ja. Also wenn das Video ein bisschen aufschlussreich war, was die Benutzung von BlueStacks ist, beziehungsweise bei Clash of Clans die Benutzung von BlueStacks ja generell erlaubt, wird halt nur nicht unterstützt. Und damit sage ich Tschüss und Ciao.